Sonntag, kurz vor 13 Uhr. So sieht es aus, wenn über 3000 Läufer durch die Produktionshalle in Ingolstadt laufen. Doch drehen wir die Zeit erstmal wieder um einen Tag zurück. Der Startschuss für die 24 Stunden von Audi erfolgt pünktlich. Um 13 Uhr begeben sich die ersten Läufer der 175 Gruppen auf die 2,8 Kilometer lange Rundstrecke durchs Werk. Während auf der Piazza das große Fest steigt, sind die Läufer bei wolkigen 14 Grad unterwegs. Von der Anstrengung, es hilft natürlich auch das Wetter von Temperaturen. Da hatten wir vor 2 Jahren natürlich einen deutlich härteren Lauf. Und ist jetzt meine zweite Runde fertig, gerade vor einer halben Minute. Ja, das macht total Spaß, hier in der Gruppe zu laufen. A very good day, very good organization. Nicht nur aus Italien, auch aus Ungarn und Belgien sind Läufergruppen angereist. Die meisten im normalen Sportdress. Doch es gibt auch Ausnahmen, wie das Team Austrainiert beweist. Der Name Austrainiert kommt daher, dass wir alle Ex-Trainees sind. 80er-Jahre-Look, weil wir alle in den 80ern geboren sind. Und wir haben uns vorgenommen, den Kreativpreis zu gewinnen. Na, ob das klappt? Wir werden es sehen. Gelaufen wird ohnehin für den guten Zweck. 5 Euro pro Runde spendet Audi für die insgesamt 6 karitativen Einrichtungen in der Region Ingolstadt. So zum Beispiel an die Klinik-Clowns, die regelmäßig die Kinder im Klinikum Ingolstadt aufmuntern. Oder die Johann Nepomuk von Kurzschule. Sie ist eine Förderschule für körperliche und motorische Entwicklung. Viel Bewegung gehört hier zum Unterricht dazu. Stetig in Bewegung ist auch unsere Kreativgruppe. Austrainiert liegt nach 8 Stunden auf Platz 28. Inzwischen ist es dunkel geworden. Wie läuft es sich denn so in der Nacht? Wird ein bisschen ruhiger sozusagen auf dem Werk. Wir sind losgelaufen, da waren mehr Zuschauer. Jetzt langsam lichtet sich das schon. Die Leute gehen vielleicht zum Essen oder so. Und dann ist man alleine auf der Strecke mit sich und seinen Gedanken. So ganz alleine dann doch nicht. Denn auf der Piazza ist am Abend noch jede Menge geboten. Auf der Showbühne und beim DJ in der Fahrzeugauslieferung bekommen die Zuschauer beste Unterhaltung. Doch im Werkinneren werden leisere Töne angeschlagen. Die Läufer sind hier unter sich. Nach kurzer Nacht sind am Sonntag alle Läufer wieder fit für die letzte gemeinsame Runde. Und danach wird es spannend. Wie viel Geld konnte erlaufen werden? Welches Team hat am meisten Runden auf dem Konto? Und wer gewinnt eigentlich den Kreativpreis? Also wir haben noch keine anderen verkleideten Teams gesehen. Insofern schätzen wir unsere Chancen jetzt schon sehr hoch ein. Also wenn das jemand anders gewinnen sollte, wäre es schon eine große Überraschung. Ganz schön selbstsicher und das zu Recht. Denn der Kreativpreis geht an das Team Austrainiert. Mit 104 Runden kann sich das Ergebnis auch sportlich sehen lassen. Wie 2011 steht auch 2013 das Team Bodyshop Runners A4 mit 136 Runden ganz oben auf dem Treppchen. Knapp dahinter Brüssel 1 mit 135 Runden. Ja, wir haben zwar spekuliert, wir haben gesagt, unser Minimalziel ist auf der Bühne stehen, Platz 3 ist Minimalziel. Wir haben gewusst, heute wird es schwierig. Wir haben wirklich versucht, so gut wie möglich Leistung zu bringen und so lang wie möglich. Wir haben uns Team so ausgelastet, dass die gleichwertig waren. Platz 3 geht an das Team EK Entwicklung mit 133 Runden. Doch das Wichtigste überhaupt ist die Gesamtsumme. 17.924 gelaufene Runden sind 50.187,2 Kilometer. Das macht in Summe 89.620 Euro. Großzügig aufgerundet sind das somit 150.000 Euro für den guten Zweck. Absoluter Rekord. Und Peter Kössler, einer der Schirmherren, ist sichtlich stolz. Ja, ich glaube, wieder ein ganz gelungener 24-Stunden-Lauf. Wir versteigern uns eigentlich von jedem Mal zu jedem Mal. Super tolles Ergebnis, keine Verletzten, Riesensumme eingelaufen. Und ich glaube, wir haben die Audi-Mannschaft mit diesem 24-Stunden-Lauf wieder enger zusammengeschweißt. Das ist echte, gelebte Audi-Kultur. Miteinander für ein gutes Ziel kämpfen. Teamgeist haben schon im Vorfeld die 90 Audianer des Organisationsteams bewiesen, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. Bereits im Mai hatten die Planungen für das Großereignis begonnen. Kurz nach Ende des Laufs fällt die Bilanz positiv aus. Man hat gesehen, jeder hat überall mit hingelangt, jeder hat mitgeholfen. Den Läufern hat es super gefallen, Publikum hat es gefallen. Dann gibt es natürlich ein gewisses Erfolgserlebnis für uns als Orga-Team. Alles perfekt, findet auch der zweite Schirmherr. Das Orga-Team, man kann mir wirklich nur ganz großes Lob aussprechen. Die haben das super toll organisiert. Jedes kleinste Detail, wenn man sieht, ist durchdacht worden.
Gemeinsam laufen für die gute Sache. Die 24 Stunden von Audi. Ein Spendenlauf der ganz besonderen Art.